So. Und dann würde ich irgendwann nochmal gerne den Zettel zeigen. Also, ich muss doch schnell den Dings ändern. So. Erinnert, hat es geändert, ja. Den legendären Zettel, von dem ich euch gestern berichtete. So, zieht bitte nochmal alle von dann. So, warte, so folge ich. So, stell ich die Kamera folgen ein. Mega nice. Du hättest nicht herkommen sollen. Du kannst nicht entkommen. Gefahrenverzug. Ich sollte mir den Mikro nicht immer so hinterher schieben. Keine Ahnung. So, wir schlafen jetzt erstmal. Die Katze hat auch Futter, sehr schön. Also danach kümmern wir uns natürlich auch noch um die Tierklinik. Um die Hochzeit. Ihr wisst, da ist noch viel im Busch. Im Argen. Ach, keine Ahnung. Kipp, wo bist du? Linda, schnell daherbringen, bitte. Linda. Dir geht's sehr gut, dann schreibe bitte, Linda. Du musst eine erfolgreiche Autorin werden. Schreiben. Schreiben üben. Das macht so toll. Kokoskeks schwimmt seit Jahrzehnten einfach hier drin, aber immer kurz vor der Stimme wird er besessen. Wie so ein Fettsack. Weswegen er leider nicht von uns ziehen kann. Er kann leider nicht von dann gehen. Das machst du cool. Könnte sofort, ist ja halt super dreckig. Ja, hier. Marlon. Back mal ein Törtchen. Ich will sehen, wie das aussieht. Klassische Vanille-Törtchen. Mokka-Minze-Törtchen. Kartoffeltörtchen klingt mega widerlich. Das machen wir. So, mach widerliche Törtchen. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, so kocht man nicht. So denkt man nicht. Oh, Maschallah. Ey, so ist halt mega easy, ne? So ist halt sehr nice. Wo sind der... Oh, warte mal, hier ist ein bisschen dunkel, oder? Kommt mir so sofort? Nee. Da ist ein bisschen dunkel. Ossi heißt du auf... Ossi auf DC. Ossi heißt du Ossi auf DC. Ich hab's verstanden, jetzt hab ich's verstanden. Ich dachte kurz, Linda hätte sich verschrieben und ich hätte einen Fehler ausmachen können. Aber nein, tatsächlich hatte ich mal wieder in dem Bereich versagt. So, und wir brauchen noch einen neuen PC, weil hier steht aus irgendeinem Grund keiner. Und das soll natürlich nicht so. Jeder soll ja das Anrecht haben, heftig PC daddeln zu können. Teppiche brauchen wir. Hier. Du bekommst... Kommt hier so ein Blumenteppich. Und hier kommt in die... Hier kommt so ein Teppichchen. Einfach so, dass es den gibt. Die sollten einfach wissen... Weil ich mein Kinderzimmer, was haben wir abgerissen, oder? Ich will unten so einen Verschwörungsraum machen, wisst ihr? Place das einfach voll hier so. Das ist einfach so ein heftiger Teppich für die Katze. Das für ein wilder Teppich. Ah, dafür müsste erst zum Militär gehen. Stressig. Nee, habe ich keinen Bock. So. Yo, ich sollte jetzt drin sein. Alle, die ein Profilbild haben, sagen mal, welches damit ich es einspeichern kann. Ich denke, mein Profilbild solltest du tatsächlich erkennen, denn es ist das, was ich überall habe. Ah, stimmt, ich sollte dich auch abspeichern. Das sollte ich tatsächlich tun. Gut. Ich lasse erstmal Kip schlafen. Kip rettet heute die Welt. So der Plan. Besuch des Index. Ich dachte gerade Diktator, das heißt schon Direktor. Der Direktor stattet der Klasse von Marco heute einen Besuch ab. Alle sollten sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider hat das Kind hinter Marco sich entschieden, sie mit irgendwas zu beschmeißen. Also, er stimmt ja, Marco ist ja eine Frau. Halli! Erstmal, ich versuche erstmal den Namen zu ziffern. Die Lara, also ich kann sogar lesen. Die Lara 187, Halli. Lol. Keine Ahnung, ich wollte einfach Hallo sagen. Hat nicht geklappt. Ich in meinem Gehirn dachte ich, lol, wäre jetzt eine passende Antwort. Egal, ich lese ganz kurz vor, weiter, was die epische Story ist. Leider hat das Kind hinter Marco sich entschieden, sie mit irgendetwas zu beschmeißen.
Soll sie das Kind ignorieren oder es bitten, damit aufzuhören? Was machen wir? Sollen wir uns kümmern darum, dass Marco seine Autorität behält? Oder sollen wir ihn mobben lassen? Soll er sich mobben lassen? Es liegt nur an euch. Ah, ich bin Luigi. Okay, als zweiter Account. Gut, warum dann die Lara ist? Ich frage nicht nach. Ich vermute nämlich wegen Lara, Mara und Tamara. Nee, Lara, Yara und Tamara. Ach, keine Ahnung, Young Alphas und Weird Champ. Aber, euch obliegt jetzt nun die Entscheidung, ob Marco Keks, ob er seine Autorität behaupten soll. Oder ob er, wie gesagt, gemobbt werden soll. Ich sage einfach, dass er gemobbt wird, wenn er mit Dings beworfen wird. Lara, Sara und Tamara, das war's. Eigentlich, dass du das weißt. Du bist größer Young Alpha Fan, ich riech das. So, ich würde sagen, er ignoriert das. Mal gucken, wie diese Entscheidung sich auswirkt. Marco heftete die Augen pflichtbewusst auf die Tafel und hofft, dass das Kind bald aufhört. Stattdessen feuert das Kind eine Papierkügelchen so fest ab, dass es vor den Füßen des Lehrers landet. Ausnahmsweise gerät einmal jemand anderes in Schwierigkeiten und Marco macht ein unschuldiges und konzentriertes Gesicht. 1+, wir haben es geschafft. Easy, ich dachte schon, wir hätten verkackt. Ausgezeichnet. Wir haben einen sehr starken Geruchssinn. Meinetwegen. Oh. Da ist die Begeisterung richtig zu spüren. Haben wir kein Dach? Ah doch, es wurde nicht geladen. Wir sollten auch hier mal mit irgendwas machen. Irgendwie gefühlt waren die unsere Sims noch... Kotz, kümmere dich. Marlon, kümmere dich mal um Kotz. Wir alle wollen sehen, was Kotz für coole Tricks kann. Los, Kotz. Kotz, bist du überhaupt hier? Warte mal. Also falls ihr das genau so seht wie ich. Wie ist der da reingekommen? Das sind zwei Wände. Der kann da nicht rein, das ist überall zu. Kotz, was hast du gemacht? Was war gerade mit meiner Stimme los? Ah ja, was ist denn los mit der Katze? Ein wildes Vieh. Wir wollten das. Also. Ich gehe mal ganz kurz retten, ne? Also. Ein eigenartiges Ding bist du, Kotz. Ein eigenartiges Ding. Warte, ich integriere das dann direkt in den Raum. Hier hinten kommt die Schämlich-Ecke. Eine Schämlich-Ecke ist doch immer was Feines. Fenster habe ich komplett vergessen. Kommt so ein Typ, vor dem muss er sich stellen und sich schämen. Guckt hier noch an die Türen, dass man immer weiß, dass man steht alleine da und schämt sich viel. Und schämt sich, aber so eine Tür, wo die wehtut, da durchzugehen. Nee, die ist zu groß. So eine Tür hier. Hallo, ich will die Schämlich-Tür haben. Okay, geht nicht. Egal, ich reiß den nochmal ganz kurz ab und place den kleinen Tisch. Ich will jetzt hier eine epische Schämlich-Tür. Epische Schämlich-Dings. Ihr wisst, das wird richtig, das wird zu wild. Nein, wo ist denn das, was ich suche? Hier. Stellt sich hier hin. Und dann guckst du. Wie groß ist das? Ne, die ist zu klein. Ich will so ein richtig großes, widerliches Ding, wo man richtig Schiss kriegt. Nein. Hallo, wo habe ich das denn gefunden? Ah, hier. Irgendwas höchst Eigenartiges. Ein Grabstein. Ja, du guckst diesen Grabstein an. Da ist irgendwen, den du sehr gerne hast, gestorben. Aha. Das finde ich witzig. Gut, reden wir nicht drüber. Hey, ja, finde ich echt, ne? Guck dir das Haus an, Digga. 10 von 10. Real talk. Also, ich würde sogar so weit gehen und sagen 10 von 32. Und klar, du Iggy. Die Türcam gibt es noch. Ich würde jetzt lieben Game wieder einen auf Flucht der Karibik machen. Problem ist, ich habe keine Hose an. Und das sieht Twitch, weil ich weiß, nicht ganz gerne. Du klopfst. Der Typ klopft seit ein paar Stunden.
Warte, hab ich. Ich will übersteuert die Harry Potter Musik einblenden. Hab ich zufällig auf dem Stream Deck. Russische National. Ja, das hätte ich machen müssen. Entschuldigung. Ich bin so ein Axt überspast. Nee, ich will so hier machen. Marlon, kümmerst du dich jetzt? Okay, du kümmerst dich offensichtlich nicht um die Katze. Kipp, du bist jetzt das Objekt der Begierde. Weil du musst die Menschheit retten. Inschrift eingravieren. So, Leute, wer soll... Ich hatte ja gesagt, das funktioniert nicht. So, Leute, jetzt eure Ideen. Was soll da drin stehen? Was soll auf diesem Grabstein stehen? Ein spöttischer Spruch. Sollen wir den Hohn über den Verstorbenen ausdrücken? Eure Ideen sind nun gefragt.